Moin, sind Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Mass Effect Andromeda. Ja, da hinten sehen wir so ein kleines angaranisches Shuttle, das wurde von Plünderern angegriffen, die angaranische Satelliten klauen und sich nach Kadara zurückgezogen haben. Wir werden aber, bevor wir dahin fliegen, nochmal nach Haval fliegen und dann nach Aya, weil wir da noch Dinge zu tun haben. Und ganz vorher werden wir aber nochmal in unserem wunderbaren Kodex reinschauen und gucken, was wir da Neues haben. Pathfinder, na klar. Der turianische Pathfinder. Ja, hier haben wir es ja auch. Mason Barrow wurde auf Palavin geboren und ist ein hochdekorierter Blackwatch-Techniker. Die Hierarchie lobte ihn als Musterbeispiel eines turianischen Bürgers. Es gab zwar Zweifel innerhalb der Führungsriege der Initiative, ob er sein bequemes Leben hinter sich lassen würde, um der turianische Pathfinder zu werden, aber Mason wollte es unbedingt, solange er seinen Nachfolger selbst bestimmen konnte. Avitus Riggs, ein früherer Spectre. Aus internen E-Mails und den Rekrutierungsinterviews geht hervor, dass Mason und Avitus sich im Einsatz kennengelernt haben und ihre Beziehung möglicherweise nicht nur platonisch ist. Ja, den Eindruck konnte man durchaus bekommen. Mason Barrow verließ die Milchstraße an Bord der turianischen Arche Nathanus im Jahr 2185. Trotz seines anfänglichen Zögerns kam Avitus Riggs Masons letzten Wunsch nach und übernahm den Posten des turianischen Pathfinders. Bei Avitus Ankunft auf der Nexus wurde er einem Trauerbegleiter zugeteilt, aber er ist bis heute noch nie zu einer Sitzung erschienen. Gut gemacht. Nee, sollte man ruhig mal annehmen. Irgendwas haben wir hier noch. Schiffe und Fahrzeuge. Ach so, da haben wir jetzt bestimmt die Arche Nathanus. So, wir gucken mal. Als die Arche Nathanus in Helios eintraf, knallte sie gegen die Geißel, was zu schweren strukturellen Schäden am Schiff führte. Es wurde eine Rumpfcrew aufgeweckt, um die Lage unter Kontrolle zu bringen, doch alle Mitglieder der Crew mussten entweder das Schiff verlassen oder wurden getötet. Unter den Opfern befand sich auch der turianische Pathfinder Mason Barrow, der ums Leben kam, als er den Sam auf den ehemaligen Spectre und Sicherheitsoffizier Avitus Riggs übertragen wollte. Da die Übertragung unterbrochen wurde, wurde die Anweisung des turianischen Sams beschädigt und die KI konzentrierte alle Ressourcen der Arche Nathanus darauf, H047C zu finden und zu erreichen, die geplante turianische Heimatwelt in Andromeda. Die Arche wurde durch ihre Reise durch die Geißel so stark beschädigt, dass sie nicht zur Nexus zurückkehren kann. Es läuft jedoch schon eine Rettungsmission, um die 15.000 schlafenden Turianer von Bord zu bergen. An Bord zu bergen oder von Bord zu bringen. Mischform hört sich dumm an. So, und wir fliegen aber nach Havar, weil wir da noch so einiges zu erledigen haben. Zum Beispiel so ein bisschen interkulturelle Kontakte knüpfen und ich weiß gar nicht, was die anderen Aufgaben sind aus dem Kopf. Müssen wir noch mal gucken, wenn wir dann da sind. Aber interkulturelle Kontakte knüpfen hört sich ja auch erstmal ziemlich ja, beschäftigungsintensiv an, herausfordernd. Wir haben nämlich Botschafter nach Habal geschickt, um mit den dort lebenden Angara, die ja noch sehr ursprünglich leben, inzwischen wieder Kontakte aufzunehmen. Und da schauen wir mal, ob sich unsere Delegation vernünftig benimmt. Ja, wir sind eigentlich sofort der Diplomatenwachhund, fällt mir dabei auf. Auf Aya haben wir ja schon Ähnliches gemacht. So, Röka-Manifeste, ja, auch für die alle finden, keine Ahnung. Jarl, Fleisch und Blut, keine Ahnung. Und Pibi, der Reliktscanner. Okay, also wir nehmen Pibi und Jarl mit, auf jeden Fall. Beim letzten Mal hatten wir Cora mitgenommen. Ach so, und Vetra. So, und dann nehmen wir Jarl mit. Die sind leider nicht viel zur Interaktion gekommen miteinander. So, und hier nehmen wir Pibi mit.
Und dann läuft das. Entering atmosphere, LZ in sight. Na, das ist doch gut. Trotz Wolken. So, hier gibt es auch noch Pet und allerlei wilde Fauna. Die Flora ist, glaube ich, nicht... Ja, doch, die Flora soll auch ziemlich nervig sein. Davon haben wir aber noch nicht so viel mitbekommen. Boah, selber Hava. So, dann gehen wir mal los. Da vorne ist so ein verlassener Forschungsposten. Den scheint man wieder einigermaßen besiedelt zu haben inzwischen. Ja, hier gibt es auch Nebenaufgaben, von denen wir vorher noch nichts wussten. Gehen wir einfach durchs Fenster rein, ne? So einen Quatsch machen wir nicht. So, mal sehen, wer sich hier so rumtreibt. Kieran says a ball would have blasted another cyclone. Two at most. Were the projections so dire? I could believe it. We came so close to losing everything. Ja. Ah, Kieran. Pathfinder Rider. We did it. Our people aren't causing you any trouble, are they? Not at all. They've been a big help, and Dr. McIntyre has been sharing wonderful stories about your galaxy. It's good to know that not all aliens are like the Ket. Na, das beruhigt mich doch. I should get going. Stars be bright for you, Pathfinder Rider. Dankeschön, für dich auch. I'm here if you need something. Ja, nee, brauche ich aber nicht. I'll be here. So, also die Forscher sind noch hier, das ist gut. Mal sehen, ist er hier auch noch hier? Gibt's hier was? Nee, das ist, glaube ich, auch alt hier, ne? Ja. Do you know how damp it is here? And it's been days since I've eaten something that didn't come in a bag. Ja, sorry, tut mir voll leid für dich, Junge. Boah. I won't bother you further. Körperkontakt hier beim Sprechen. Watch out for plants while you're out there. Vicious things. Behauptet er, ich habe noch keine Pflanze gefunden da draußen, die mir irgendwas getan hätte. Ach, da haben wir so eine Forschungskonsole. Ja, ich schau mal, wo hier die Tür nach oben ist. Ansonsten benutzen wir einfach die Treppe, wie normale Sterbliche. Ach, guck mal. Cluster analysis alone can't tell us anything useful. Our sample set is much too narrow. Ja, na dann. Pathfinder Rider. Dr. Tassana Rilar, Xenobotanist for the Initiative, and my colleague, Dr. Eric Baumgarten. Xenogenetics. Pleasure to meet you. Ja, super. No offense, but you probably shouldn't be out here alone. I'm not alone. I'm with her. She's quite fierce. Your report of accelerated evolution and rapid growth of nature here caught our interest. We're analyzing everything we can for clues to replicate the effects on our own crops. Why would you want to do that? The planet was destroying itself. Only because things were out of control. If we learn to enhance the growth of plants and animals in non-destructive ways, we could end hunger. It would change everything for the Initiative. Our colonies could thrive virtually overnight. Since you repaired the vault, things are returning to normal, but too quickly for us. The accelerated life forms you want to study are dying off, decaying. We're scrambling to scan and catalog everything before it's gone. We could use some help. Na, erzähl mal. Point me at the life forms you need. I'll do the rest. Anything mutated beyond its baseline growth cycle will aid our work. I'll provide the most promising genetic markers to scan for. Thank you for whatever help you can provide, Pathfinder. Rendezvous here when you're finished. Klar, machen wir mal. Bei Gelegenheit, vielleicht. So, aber erstmal, ja, hier bin ich irgendwie falsch. Von hier aus kann ich natürlich rüberspringen. Wir treten heute einfach hier durchs Fenster ein. Ups. Okay, das Fenster hat eine Scheibe. Scheiße. Damit konnte ich natürlich nicht rechnen, dass sie hier so Technologie wie Scheiben haben.
Hi, sorry, habe ich, nee, das sind meine Leute. Alles gut, denke ich. I've compared my cuttings to Kieran Dahl's. No mutations, no fungus, all fine signs. Some people. Hi, Leute. Ah, you'll be the pathfinder then. Dr. If you're going to eat something spewed out by a malfunctioning vault, Ryder, at least welcome do it to Havar. She'll be more welcoming now that you put the vault back on track. The Angara invited us to monitor plant growth and study ruins out in the jungle. It's the chance of a lifetime. Ja, na dann, viel Spaß damit. Reinkarnation, ah ja. You know how Tavos found the monolith, right? Reincarnated memories? Aye, I heard. One for the textbooks. You believe him? But you're a scientist. Asari share thoughts and memories. Prothean tech speaks in visions. Those are scientific facts. There's more to people than what can go under a microscope, lad. Ja, gut zu wissen. Be careful around those monoliths. There might be more stasis fields. We think they only affect Angara, but who knows? Oh, we know. Make no mistake. I have a check-in system ready. Whether young Farley remembers it when he's chasing butterflies is another matter. Na geil. What does your team do here? Zera is our botanist. She'll be minding the plants and designing an artificial habitat for them. She also happens to be an engineer. Asari, one profession's never enough. Then there's young Farley. Easier for the insects. And you? I'm the xenoanthropologist. A fancy word for talking to the Angara about those runes. And listening. Na, das ist doch schon mal super. I imagine you've spoken to Kieran Dahls already? She's the one who invited us, aye. Fussed over us something terrible. But she's a fine lady, and hopefully a good colleague down the road. I plan to listen to her. Gut, du tust das und ich rede mal mit Direktor Edison. Safe journeys, Ryder. Ist denn noch was zu scannen? Nope. Na dann. The reports didn't do this world justice. It's ethereal. Director Addison, I imagine you have concerns that we haven't placed a full outpost? Frankly, it's impressive you weren't covered in vines on landing. Given the planet's significance to the Angara, it's appropriate that we assist, but not place an outpost. And the stability you brought? I received a thank you from Aya. That may be the first time I've heard those words in Andromeda. Oh, ja schön. After the Ket and what they've seen of the Exiles, we had to be at our best. We've had precious few examples of that. Pathfinder might be getting close. This is the last one, Pathfinder. The last golden failure we thought we'd lost. You did it. It's promising. And a lot of people have noticed. I still need your voice. Something they can think about instead of an outpost flag. We're still here. Still doing important work. Then tell them that. Okay. This is Havarl. I didn't find an outpost. I found Angara and saw a piece of who they are. We're welcome to help here. It's not ours. It's all of ours. I think that makes the whole cluster closer to home. Into the books, Pathfinder. Addison out. Ja, das war ja einfach. Lebensfähigkeit ist angeblich bei 100% hier. So, was haben wir noch zu tun direkt in der Gegend? Mehrere Dinge. Zum einen, Genmarker, okay. Jarls Widerstandskontakt auf Havarl treffen. Wo haben wir denn? Danke, Zoom. Noch mehr von diesen tollen Genmarkern. Irgendwo? Ist das nur dieser eine Marker, den wir scannen sollen? Nee. Da sind die Reliktruinen, da wollen wir mit Pibi hin auf jeden Fall. Können wir nachher auch schnell reisen einmal. Ja gut, dann tue ich mal so, als wenn es wirklich nur dieser eine wäre hier. Achso,
Wahrscheinlich sind das nur die Wissenschaftler, wo wir das nachher abliefern sollen, ne? Würde ich mal vermuten. Denn die standen ja da drüben irgendwo, glaube ich. Oh Mann, das ist hier aber auch nicht so richtig leicht zugänglich. Achso, wir sollen die Datenbank aktivieren. Ich dachte, wir sollten Samples scannen. Haben wir das schon gemacht? Sind wir schon fertig? So, ein mutiertes Skarillion, ein ungewöhnlich größtes und aggressives Skarillion, dezimiert die heimische Tierwelt. Der Nachfunk seines Jagdreviers wurde an sie übermittelt. Ich empfehle Ihnen, mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Das Skarillion wird sich vermutlich als Bedrohung, sie vermutlich als Bedrohung ansehen und könnte neugierig darauf sein, wie sie schmecken. Ja, toll. Ein mutierter Rilkor, allem Anschein nach, hat die Fehlfunktion des Reliktgewölbes den Territorialinstinkt und das Anpassungsvermögen eines Rilkor verstärkt. Er wurde dabei beobachtet, wie er seinen Futterplatz bei dem an sie übermittelten Nachpunkt verteidigt. Scans des Rilkor könnten die Art seiner Mutation ans Licht bringen. Und ein mutierter Eiroch, müssen wir die töten, um die zu scannen? Mal so nebenbei gefragt. Oder können wir die einfach scannen und dann wegrennen? In der Nähe des Nachpunkts, der gerade an sie übermittelt wurde, lebt ein Eiroch, dessen Physis und Verhalten Anzeichen einer genetischen Modifikation durch das Reliktgewölbe auf Haval aufweisen. Scans der Kreatur müssen zeigen, welcher Art die Mutationen sind und wie sie die Bestie verändert haben. Ja, schön. Da freue ich mich. So, und dann sollen wir... Okay, das ist alles mehr oder minder in der Nähe. Giles Loyalitätsmission machen. Oh, aber ich sehe gerade. Dazu werden wir auch erst beim nächsten Mal kommen, leider. Oh, Menno. Aber könnte das bestimmt wieder eine richtig spannende Sache werden. Ja. Das ist der gute Mann, die gute Frau. Gute Frau, mit der wir uns treffen werden. Afghar. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann Jarl hier ein bisschen unter die Arme greifen. Macht's gut und bis dann. Ciao.